Ihr habt gewonnen. Live-Fernsehen. Das waren früher eigentlich nur Sendungen wie Wetten, dass oder die Übertragungen zur Fußball-WM. Aufwendig in der Produktion und entsprechend teuer. Und auch heute noch parken Übertragungswagen vollgestopft mit Elektronik vor der Halle, wenn ein Fernsehsender zum Beispiel einen Boxkampf live überträgt. Rocket Beans TV aus Hamburg machen ebenfalls Live-Fernsehen. Mit dem Bruchteil des Budgets eines Fernsehsenders. Möglich macht das Livestreaming-Portal Twitch. Das Programm von Rocket Beans TV ist ein Nischenangebot für Computerspielfans, das es so nur im Netz gibt. Mit vielen Vorteilen. Meine Fresse! Also das Programm, Schemata, was unser Sender darbietet, hat durchaus viele Parallelen zum klassischen Fernsehen. Wir müssen aber nicht durch verschiedene Abnahmeprozesse gehen, weil es unser eigener Sender ist. Und dem Einzigen, den wir uns gegenüber rechtfertigen müssen, ist, dass wir es gut finden, was wir machen und dass die Community es schaut. 10.000 bis 60.000 Zuschauer sind beim Live-Programm von Heinisch und seinem Team nach eigenen Angaben dabei. Diese Fanbasis sorgt für Werbeeinnahmen. Manche Zuschauer unterstützen den Gamersender sogar mit Spenden. Der Erfolg von Rocket Beans TV zeigt, Live-Fernsehen übers Internet ist mehr als ein Trend, wenn es eine Programmnische findet, die das klassische Fernsehen vernachlässigt, wie eben zum Beispiel Zocker. Und Live-Fernsehen übers Netz geht sogar noch eine Nummer kleiner als bei Rocket Beans. Die Apps Periscope und Meerkat machen jedes Smartphone zum potenziellen Fernsehsender. Der Tech-Blogger Sascha Pallenberg etwa nutzt die App regelmäßig, um live aus seiner Wahlheimat Taiwan zu berichten. Ich habe mir für morgens 5 Uhr einen Wecker gestellt, hier in Taipei, aber auch in Las Vegas vor 2 Wochen, um den Leuten den Sonnenaufgang zu zeigen. Egal, wo sie waren auf der Welt. Es ist ganz trivial und es ist ganz simpel. Aber was interessant ist, wie unheimlich das den Menschen gefallen hat und wie viele Hunderte sich bedankt haben dafür. Die Technik ist also immer einfacher zu benutzen. Aber die Gesetze bleiben kompliziert. Zumindest in Deutschland. Hier würde Pallenberg für manche seiner Videos wohl eine Sendelizenz beantragen müssen. Denn wer journalistisch berichtet, selbst entscheidet, wann der Stream beginnt und so mehr als 500 Menschen erreicht, der gilt vor dem Gesetz als Rundfunksender. Egal, ob die dafür benötigte Technik eine Halle oder nur die Hosentasche füllt. Für ein Start-up wie Rocket Beans eine gefährliche Rechtsunsicherheit. Deshalb geht Arno Heinisch zur Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und bittet um Aufklärung. Hey, guckt mal, was wir hier vorhaben. Was denkt ihr? Sind wir ein Sender? Brauchen wir eine Senderlizenz? Und das fanden die super, dass wir uns da proaktiv gemeldet haben. Und dann haben wir so einen Quick-Check gemacht. Und ja, wir sind ein Sender. Und die sind aber sehr kooperativ in den Verhandlungen jetzt, beziehungsweise in dem Ausfüllen der Senderlizenzantrags. Und jetzt warten wir noch auf mein polizeiliches Führungszeugnis. Das klingt hoffnungslos altmodisch und nach staatlicher Regulierungswut. Typisch für das bundesdeutsche Internetneuland. Aber diese Regelung hat durchaus einen sinnvollen Hintergrund, weiß der Medienrechtsexperte Stefan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut. Denn nicht nur Privatpersonen, sondern auch Regierungsbehörden liebäugeln mit den neuen TV-Möglichkeiten im Netz. Aber Staatsfernsehen, das heißt Rundfunk, der sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der Regierung befindet, sieht der Rundfunkstaatsvertrag eigentlich nicht vor. Entsprechend groß war deshalb die Verwirrung, als Angela Merkel live on air geht. Richtig virulent wurde es dann, als Frau Merkel sich für einen Google Hangout entschieden hatte und dort bei der Berliner Landesmedienanstalt die Frage einging, ist das denn dann nicht Rundfunk? Und die Berliner Landesmedienanstalt sagte, das könnten sie nicht beurteilen, aber möglicherweise ist das kein Rundfunkangebot. Dass die Bayerische Landeszentrale für neue Medien das private Google-Hangout-Angebot Bloggercamp TV wiederum doch als Rundfunkangebot bewertet hat, macht das Chaos komplett und zeigt, das aktuelle Rundfunkgesetz ist den neuen Möglichkeiten des Live-Fernsehens für jedermann nicht gewachsen. Dieses Problem werden die Landesmedienanstalten angehen müssen. Spätestens dann, wenn tausende Periscope-User mit ihren Rundfunklizenzanfragen ihre Behörden lahmlegen.